Und zwar, wenn mir das ein bisschen peinlich ist, erstmal die schönen Kunstwerke von meiner Mutter und von meiner Schwester. Also, hier hätten wir einmal das von meiner Mutter. Ein bisschen näher, also genau, so hat das so komplett im Bild. Also hier, das sind natürlich halt so Berge und was das sein soll, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist vom Zaun. Nee. Ich glaube, das soll ein Weg sein. Das hier. Das ist ein Weg, das sind hier die Berge, da sind hier voll viele Blumen und so. Da ist noch so ein Baum, ein Häuschen, mehrere Häuser. Ah, genau, das sind die Wege, genau, das ist der Weg. Jetzt habe ich es erkannt. Der Himmel und so und alles. Und meine Mutter ist einfach wahnsinnig künstlerisch begabt. Also, okay, an dem Bild, ja, kann es so ein bisschen erkennen, aber sie kann relativ gut zeichnen. Auch, aber das ist jetzt das einzige Bild, was ich von ihr gefunden habe. Aber ihr seht, ich hätte eigentlich ein künstlerisches Talent haben sollen. Am 4.10.2009 gemalt. Damals war sie, eine Sekunde, damals war sie 12. Ja, damals war sie 12. So. Das hier ist das Originalbild. Ich glaube, das kann man gut erkennen. Halt ein Affe. Das ist das Originalbild. So. Und das hier ist die Interpretation von meiner Schwester davon. Also, ich finde, das hat sie mega gut gemacht. Also hier noch der Vergleich. So, also dafür, dass sie 12 Jahre alt war, hat sie das mega gut hinbekommen. Und sie hat auch noch andere künstlerische Sachen. Also sie hat noch ein paar andere Bilder. Einmal das. Okay, da war ich in der 6. Klasse. Okay, da war ich 12. Und so habe ich meinen Namen dahinter geschrieben, so. Mit Bleistift. Vielleicht kann man das sehen. Jetzt kommen wir zum Bild, das hat mit Sonnenuntergang malen. Guckt euch die Sonne an! Guckt euch das an! Was ist das? Was ist das? Was sind das für Vögel? Ich konnte gerne. Ja gut, die sieht man ja halt so, ne? Vögel, ich gehe mal ein bisschen näher dran. So, hier seht ihr dieses komische Häschen. Also. Was habe ich denn noch dahin gezeichnet? Ach so, das hier. Tut mir leid. Das hier soll eine Schlange sein. Ja, das ist eine Schlange. Und warte, da ist noch eine Schlange. Seht ihr das? Und das da, dieses kleine komische Ding, das soll eine Blume sein. Und das sind natürlich Bäume, ne? Das erkennt man ja so ein bisschen. Und das sind so Hügel. Das sind auch so zwei Hügel. Aber was sind das bitte für Sonnenstrahlen? Also, nee, ihr seht, ne, an der Hand dieses Bildes, und das ist noch nicht mal eines meiner schlimmsten Bilder. So. Das ist so ein ähnliches. Oh mein Gott. Da war ich auch in der 6. Klasse. Ich glaube, das habe ich direkt danach gemalt sogar. Also, dass da oben soll der Mond sein. Keine Ahnung, warum ich ihn grau gemalt habe. Wahrscheinlich, weil man weiß nicht gesehen hat oder so. Das sind dann so Sterne. Auch mit dem Bleistift gezeichnet. Das soll wohl eine Palme sein mit Stacheln. Nee, mit Blättern, die aus. Ah, okay, das soll eine Palme sein mit so Blättern drin. Das, was das ist, weiß ich nicht genau. Das soll irgendeine Pflanze sein. Was war denn nochmal die Aufgabe? Wir sollten so eine Tropenlandschaft oder so machen. Das sieht nicht mal aus wie eine Palme, das sieht aus wie so eine fette Blume oder so, die einfach zu groß geworden ist. Ja, und dann halt so mehrere Käfer und so, wie ihr sehen könnt. Also, ist das Marienkäfer? Nein, Marienkäfer sind nicht lila. Wahrscheinlich wollte ich so exotische Käfer machen. Also da an dem Baum da oder an der Blume, was auch immer, da sind so Spinnen, glaube ich. Ja, das sollen Spinnen sein, genau, mit so Spinnennetzen. Ha, ich hab's erkannt. Dann hier irgendwie wieder so eine komische Blume. Was das sein soll, weiß ich nicht. Könnt ihr erkennen, was das für ein Käfer sein soll? Dieses komische lila Zeug da, das da. Eine Sekunde. Das hier. Was das hier sein soll? Ich kapiere das nicht. Und vor allem, warum habe ich denn diese komischen. Und sieht das nicht aus wie der Schnitz von Harry Potter, diese komischen gelben Sachen da. Diese komischen gelben Viecher, die da rumfliegen. Also, ja, wahrscheinlich wollte ich irgendwie nachts mal. Ja, hier habe ich noch so ein komisches. Wie nennt man das nochmal? Diese komische Pflanze, diese Schlingpflanze oder so habe ich dann noch gemalt.
So. Was ist das? Ach so, da, guck mal, da. Ha. Aber Fantasie hatte ich, das muss man zugeben. Das ist hier so eine fleischfressende Pflanze, die gerade einen Käfer verschlingt. Ja. So. Dann kommen wir zu diesem Bild hier. So, das ist ein Bild. Die Umrandung hat meine Schwester gemacht. Das habe ich auch in der, ich glaube, das war auch 6. Ja, 6. Klasse. Boah, 6. Klasse habe ich echt viel gemalt. Die Umrandung hat meine Schwester gemacht und das Auge und alles. Und wir haben das wirklich, ich musste das bis zum nächsten Morgen fertig haben, ja. Wir haben an diesem Scheißding, haben wir 4 Stunden gesessen. Ohne Witz. 4 Stunden diese Scheißschuppen konnten. Die sind auch noch alle in fast anderen Farben ausgemalt. Das ist noch so schwarz. Achso, das sind so Krater oder so drauf gekommen wegen der Wasserfarben. Aber ohne Witz, wir saßen da wirklich richtig mega lange dran. Na, zu zweit und das werde ich nie vergessen, Leute. Damals war meine Schwester, die müsste da 10 gewesen sein. Ja, damals war sie 10. Das hat sie gezeichnet, die Umrandung und. Ich gebe euch einen Tipp, malt niemals so kleine Schuppen, ey. Wirklich, das ist mega viel Arbeit auf so einem großen Blatt, ey. Boah. Aber ich finde das schön geworden. Und mein Schreibtisch sieht nicht so aus. Zumindest nicht so bunt. Also, das ist mein Karteikasten gewesen für Latein. Das soll so ein Wasserfarbkastenteil sein, so, wo man die Pinsel auswaschen kann. Dann, das sind so 2 Cent und 1 Cent Münzen, wenn man das erkennt. Da. Neben dem Wasserfarbkasten, das ist mein Wasserfarbkasten gewesen damals. Boah, auf das Geodreieck bin ich aber stolz. Also auf dieses Teil. Ah, Sekunde. Da, auf das Geodreieck bin ich mega stolz. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich zeig das nur so. So, das Fenster. Ich dachte, als ich das Bild gesehen habe, dass diese Blume halt draußen stehen soll. Aber die stand dann, da auf der Fensterbank soll sie stehen. Und vor allem, ich habe nicht so ein Fenster. Ich weiß nicht, warum ich so ein Fenster gemalt habe. Mit dem komischen Schäfer. Ah, mit einem 2-Euro-Stück. Ja. Okay, und jetzt kommen wir zum anderen Teil vom. Ah! Da. Seht ihr das? Das ist meine Hand. Da habe ich sogar meine Hand extra hingepaust. Damit die so schöner aussieht. Und da sehen wir noch eine Lupe da unten. Hier. Ups. Ja. Halt so linear. Ich zeige euch das Bild mal. Könnt ihr euch das so ein bisschen anschauen. So als Ganzes. So. Ein paar Sekündchen. Also hier, da ist so ein. Ich weiß nicht, warum ich den Bleistift anspitze. Warum ich den auf die Lupe gemalt habe. Wahrscheinlich hatte ich keinen Bock, das daneben zu malen. Also keine Ahnung. Frag mich nicht. Also, das sind so mehr viele Kleinigkeiten, Stifte, Lineal, Diagonie. Mit Schreibtisch habe ich einfach mal bunt gemalt, warum auch immer. Keine Ahnung, wahrscheinlich damit es schöner aussieht. Aber ich muss sagen, für meine Bilder, also die ich euch jetzt gezeigt habe, da habe ich jetzt insgesamt eine 1 bekommen, weil ich sehr fleißig war. Das waren so immer Einzelprojekte und er hat gesagt, wir sollen so viele Einzelprojekte wie möglich schaffen. Und ich habe einfach wirklich das letzte Bild, beziehungsweise die Geschichte, die meine Schwester geschrieben hat. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsbilder von ihr. Und zwar, die sollten da halt so eine Geschichte schreiben. Und halt auch malen und daraus quasi so ein Buch erstellen. Das heißt, der Titel lautet die 5000-Euro-Kette. Das ist der eine. Tut mir leid. Okay, Sekunde. Also. Seht ihr das? Ja. Okay, also. Das hier ist das Einband. Da seht ihr schon die 5000-Euro-Kette. Und seht euch mal jetzt mal bitte den Räuber an, wie der gezeichnet ist. Einfach mal so hier bauchfrei zum Nabelpiercing und Bauchnabelpiercing mit so einem kuschen Bart und zu seinen Achseln muss ich euch noch was erzählen. Das erzähle ich euch ganz am Ende. Ich lese euch das vor und zeige euch dann die Bilder dazu. Also, das erste Bild ist das hier. Da fing es an. Also, muss ich ein bisschen gucken. Es war einmal ein Junge, der hieß Tom. Einmal träumte Tom etwas Schreckliches. Tom träumte, dass er im Gefängnis mit einem Mann sitzt. Der Mann wollte seine 5000-Euro-Kette haben. Der Penner schnitt seinem
seinen Arm ab und nahm die Kette. Vor allem, warum schaltet er seinen Arm ab und nimmt dann die Kette? Also, da würde man ja denken, der wird dem eigentlich die, den Hals abschneiden oder so. Also das jetzt zum ersten Bild, ne? Nicht zum zweiten, nicht verwirren lassen. Das ist das erste Bild hier oben. Genau, ich zeig's mal so. So, das ist zum ersten Bild. So, zum zweiten Bild. Ein bisschen. Ja, so. Das zweite Bild, das muss ich auch mal vorlesen. Danach nahm der Penner Tom mit und trug ihn zur Müllabfuhr. Viele Käfer krabbelten zu seinem Blut. Okay. So, da seht ihr die Käfer, da seht ihr Tom. Vor allem auch, Tom hat auch immer... Tom hat auch so ein Pullover an mit seinem Namen drauf. Das finde ich so genial. Wenn man ihn auch schön erkennt. Und hier der Penner mit seinem komischen Bart und mit seinem Bauchnabel und einfach nur total geil. Und so, ich glaube, nee, der hat gar keinen Ohrring. So, dann hier zum nächsten Bild, zu dem hier. So, ich lese euch das mal vor, einen Moment. So. Das sollte eigentlich Penner heißen da. Hier. Als der Penner von der Müllabfuhr zurückgehen wollte, passierte etwas Unwahrscheinliches. Auf einmal kam ein Geist zum Vorschein. Dieser Geist war Toms Geist. Der Geist von Tom schnitt mit der Waffe des Mörders dem Mörder die Kehle durch. Ziemlich brutal. Dann nahm er seine Kette wieder zurück. Tom war jetzt glücklich. Da seht ihr den Geist von Tom. Da ist Toms Leiche. Und das ist der Penner, wie ihm die Kehle durchgeschnitten wurde. Immer noch mit seinem komischen Bauchnabel. So. Und dann hier seht ihr, am nächsten Tag hat Tom all seine Freunde eingeladen. Okay, alle seine Freunde sind tot, wahrscheinlich. Geladen zu seiner Feier. Sie feierten bis zum nächsten Morgen und der Mörder kam in die Hölle. Ende. Ja, finde ich plausibel, du. So, und also das ist jetzt das letzte Bild. Da hat sie noch geschrieben und dann Ende. Und das Lustige an dieser Geschichte ist, sie hätte eigentlich, also sie hat dafür ein 1- bekommen, ja? Also sie hätte dafür eine 1- bekommen. Eine glatte 1 eigentlich bekommen, aber seht ihr das da? Das sollen, also die Lehrerin hat gefragt, so, sind das Pistolenhalter oder so? Sind das Pistolen? Die so, nein, das sind seine Achselhaare. Ich musste so lachen, als sie das gesagt hat. Ich so, warum hast du denn nicht gesagt, dass das Pistolenhalter sind? Hättest du nur 1 bekommen? Die so, nee, ich dachte doch nicht, dass das Pistolenhalter sind. Das sind seine Achselhaare. Und jetzt schaut euch nochmal die Bilder an. Ich zeig euch nochmal die Bilder, weil die Geschichte einfach zu genial ist. Das ist jetzt das erste Bild. Das ist das zweite. Das hier das dritte. Und das hier das letzte. Hauptsache, das ist noch so ein Baby im Himmel. Und vor allem, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Warum sind denn alle Leute tot, die der kennt? Ne? Also... Oder vielleicht können wir auch mit Toten reden oder sowas. Ja. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat und vor allem auch mein Kleid, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, das würde mich sehr, sehr freuen. Kommentiert, ganz egal. Macht auch alles zusammen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Zeit habt. Jetzt hat ja noch 2 Sekunden. Also, tschüss!